neuer Tag, Ostermontag, und wir sind auf dem Weg, ja, an der Mosel entlang von Koblenz aus. Mal gucken, auf dem Weg nach Cochem. Gucken, was da so alles auf dem Weg auf uns zukommt. Auf jeden Fall gibt es ja schon mal einige Campingplätze, die angezeigt wurden. Leckere, grüne Rohkost-Rosinen, Maulbeeren. Jetzt wird's eng, es kommt noch jemand dazu. Oh ja, lass mich mal mit unter die Decke hier. Was gibt's denn hier Komisches? Naja, Obst mit einem Rest Sojajoghurt und ein bisschen Zeug drauf. Morgens 7:30 in Deutschland. Das ist schon voll leckerer. Und Kokos-Haferkeks vom Lidl. Vegan, ohne Industriezucker, glutenfrei und so weiter. Und so wie es aussieht, schmeckt. Kann man echt gut essen. Gefühlt 8-stündigen oder 12-stündigen Autofahrt an der Mosel entlang in Alf angekommen. Ich wusste gar nicht, dass es an der Mosel Alf gibt. Aber es ist die Wahrheit. Nur die Kamera war nicht früh genug an, um das Ortsschild zu filmen. Dann sind wir schon am Ende. Dann sind wir schon da unten am Ende, dann sind wir schon bald in Trier. Dann kommt nicht mehr viel. Na, da haben wir es hinter uns an der Mosel jetzt. Jetzt fahren wir an Rhein. In Bingen am Rhein noch gestrandet. Ja, hier ist schön mild und eigentlich ganz nett, oder? Ja. Noch ein kleines Promenaden-Abendspaziergängchen. Gängchen. Ist doch ganz nett, oder? Sind wir bald gleich in Bingen. Bingen! Das ist Pizza. Oh, ja. Vegane. Ja. Vegan natürlich, ohne Käse. Ja. Hunger, Hunger. Oje, was hast du da? Einen veganen Burger mit Chicken, falschem Chicken, glutenfreiem Brötchen. Und ich habe hier eine Salatbowl mit allem, was da alles drauf ist. Glutenfreies Brot, Maracuja, wirklich alles, alles. Ich weiß es nicht, wie fangen wir mit dem Pilz an. Ja, lecker. Lecker.